So, heute mal wieder im Camp. Ein herrlicher Tag scheint das zu werden. Ein herrlicher Tag. Ein herrlicher Nachmittag. Für Dezember ist es halt ganz schön warm. Die Sonne ist heute Vormittag rausgekommen und ich bin noch heute viel früher draußen als sonst. Ja, juhu, mal wieder im Camp. Und heute mit dabei ist die Pin, meine Leihhundedame, die auf mich aufpasst. Okay, und hier habt ihr auch schon gesehen, so geht's ins Camp rein. Und ich glaube, ich mache mir jetzt als erstes mal einen Kaffee. Die heutige Buschküche. Ravioli, Brot und Kaffee. Ja, yummy, yummy. Das ist mehr eine Axt als ein Messer. Nice. Das ist mal was. Ein anderes Holz. So, und gleich gibt's einen Kaffee. Sehr gut. Fühlst dich wohl heute? Ja, fein. Wo ist der Stock? Wo ist der Stock? Jawohl. Ja, Wein. Und? Zu mir. Nein. Okay, aber mit der Kamera mache ich jetzt keine größeren Spielchen mit dir, Madame.
Okay. Fresh. Mehr oder weniger wie eine kleine Machete. Überhaupt gar kein Problem. Okay, jetzt was Dickeres. Durch. Easy, easy. Ich hoffe, dass es auch ganz schön gut spaltet durch diese extreme Breite. Geil. Okay, also den nochmal. Jetzt wo die Sonne weg ist, ist noch wieder ein bisschen frischer geworden. Ich habe mir gleich Mütze und Weste angezogen. Es ist wirklich frischer. Ich habe gerade aufs Thermometer geschaut. Es sind 8 Grad immer noch. Aber letzte Woche war es viel kälter. Mir kam es aber wärmer vor. Heute irgendwie, ich weiß auch nicht, was das für eine Art von Kälte ist. So eine kriechende Kälte. Oder es liegt einfach nur an mir, kann ja auch mal sein, man ist ja nicht immer in derselben Verfassung. Jedenfalls, so mit Mütze und Weste lässt sich's wieder aushalten und ich bleibe jetzt auch noch eine Weile da. Nice one. Now. Now that we have killed the Strohsack. Huh? Okay. Ain't that neat? Herrlich. Herrlich. Mitte Dezember. Morgen ist der dritte Advent, sehr, sehr weihnachtlich, oder?
irgendwie hat das Bogenschießen auch sowas Beruhigendes an sich. Fast schon meditativ. Ich würde jetzt nicht sagen spirituell, aber es ist schon so eine Sache, wo man sich rein vertieft, in Ruhe zielt, durchatmet, den Pfeil loslässt und hoffentlich trifft. Geil. So macht die Sache Spaß, auch wenn man nur noch zwei Pfeile hat. Yay! Yay, Success! Ah. Pin! Hey! Nein! Hey, ich hab gesagt Platz! Tja, so ist es halt, wenn man einen Hund dabei hat, dann ist es halt mal ein bisschen anders. Der rennt eben darum, wo er gerade Bock hat. Ne? Und deswegen, also ich gehe auch nicht gerne mit Hund in den Wald. Das ist auch so eine zwiespältige Sache. Du kannst dich dann gar nicht auf das konzentrieren, was du eigentlich machen willst. So zum Spazieren ist okay. Wir werden jetzt gleich auch noch eine Runde laufen. Aber ne, geht ja mal gar nicht. Aber ist das nicht herrlich? Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Der Sonnenuntergang. Boah, da, oder? Ja, ist das nicht herrlich? Naja, was heißt Sonnenuntergang? Jetzt ist es kurz vor 4. Heute ist der 13.12. Ja, in dem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Und denkt dran, soweit ihr die Möglichkeit habt, geht raus in die frische Luft. Tut immer gut. Irgendeine Gelegenheit, um irgendwas auszuprobieren oder mit irgendwas mit dem Messer zu, oder irgendwas mit dem Messer zu machen. Gibt's immer. Für die.